Deutschland ist ganz oft so ein Problem, wie ihr schon angesprochen habt, mit diesem Vertrauen. Ich verstehe es ehrlich gesagt gar nicht. Also ich kriege das ganz oft immer in Deutschland nur mit, dass der könnte mir ja den Kunden wegnehmen und so weiter. Ich verfolge das so ein bisschen in den Staaten. Ich habe einen Kumpel, der hat einen MSP in den Staaten. Die sind drei Leute und die machen unheimlich viel Umsatz, aber der hat fast alles outgesourced. Er hat einen Helpdesk outgesourced und alles. Und da ist ein ganz anderes Vertrauensbasis da. Und das verstehe ich ehrlich gesagt manchmal gar nicht in Deutschland. Wenn man das so ein bisschen historisch betrachtet, ne, wo kommen wir denn alle her? Ich glaube, alle am Tisch haben irgendwie um die 2000er angefangen mit IT, ne, 94, 95, was weiß ich. Und zu dem Zeitpunkt gab es ja eigentlich noch nichts. Ne? Also das heißt, man hat sich selbstständig gemacht, hat den Kunden betreut, so gut man es eben konnte zu diesem Zeitpunkt. Und dann hat man natürlich sehr, sehr lange immer das Thema gehabt, wenn da ein anderer ITler reinkommt, präsentiert er seinem Kunden ja grundsätzlich seine Meinung. Und diese Meinung ist bei uns ITlern ja meistens 180 Grad unterschiedlich, was nicht heißen muss, dass diese Meinung oder dass der Stand der IT schlecht wäre, aber sie ist einfach andersrum und der Kunde würde dann sagen, ah, okay, was macht denn mein ITler jetzt? Und das ist vielleicht so der Grundgedanke, warum wir das alles mitnehmen, ja? Warum wir sagen, da lasse ich lieber keinen hin, weil der könnte ja nachher sagen, das ist alles Banane und ich muss mir es nachher anhören. Aber vor allem konnte ja damals jeder mehr oder minder das Gleiche, weil das Spektrum gar nicht so riesig war, wie es eigentlich heute von uns verlangt wird. Wenn wir jetzt mal IT-Security mit reinnehmen schon, ne, aber im Prinzip, ich gebe dir recht, wir haben damals ja alles gemacht. Der Kunde kam mit Lexware, dann haben wir halt Lexware gemacht. Ne? Der Kunde kam mit Datev, dann haben wir halt Datev gemacht. Ja? Und so ging das Ganze fort. Wir haben ja nicht mal Internet da gehabt, um irgendwelche Fehler zum googeln. Ne? Konntest du auch nicht gehackt werden. Nummer 1 heutzutage. Konntest du auch nicht gehackt werden. Ja, genau. Aber dann ist doch das, Sven, was du auch gerade angesprochen hast, eigentlich eine komfortable Situation von dir, von euch, weil ihr habt die Spezialisierung und Interessenten sprechen euch an wegen der Spezialisierung und aufgrund dieser Spezialisierung habt ihr Zulauf, da kommen Kunden auf euch zu und ihr braucht jetzt eigentlich gar niemanden, also Stichwort nochmal Vertrauen und wo bekomme ich die Leute her? Du brauchst ja dann im Regelfall Allrounder, die wahrscheinlich euch zuarbeiten können oder vielleicht in einem speziellen Bereich, die kennst du durch Vertrauen. Aber du kannst ja sicher sein, die nehmen dir eigentlich in eurem spezialisierten Bereich die Butter nicht vom Brot und die Salami auch nicht. Nee, definitiv nicht, weil wir so spezialisiert sind, dass sie froh sind, dass wir denen ja helfen. Ja. Aber ich glaube, je besser das MSP-Produkt geschnürt ist und definiert ist, je einfacher ist es dann auch zusammenzuarbeiten. Wo es genau definiert ist, das ist unser Produkt, so bieten wir das auch an und das ist das, was du eben gerade meintest, dann besser definiert und dann kommen genau diese Rückfragen vielleicht nicht mehr so stark. Die also Grenzen, auch eine Abgrenzung. Ja? Wir als Managed Service Provider, wir sehen uns zwar auch als Managed Service Provider, aber spezialisiert und die Produkte, ja, im Produktgedanken zu sehen, dass wir genau besser das abgrenzen und in dem Moment können wir in eine Richtung besser definieren und dann kommt vielleicht der Gedanke nicht ganz so stark mit, der nimmt uns das jetzt weg, weil jetzt macht er auch noch das auf einmal oder so. Wo wir eben das Thema Spezialisierung haben. Wir haben aber auch vielleicht so Themen, da hast du eben kurz von erzählt, wo es eben über eine Überregionalität geht, also Kunde mit Standort dir da und dort und ich als Systemhaus sitze nur in der einen Region, brauche aber irgendwie Feet on the Ground irgendwo an einer anderen Stelle in der Republik. Da machst du ja doch auch das eine oder andere. Tatsächlich überregional und das entsteht natürlich auch wieder durch das Thema Spezialisierung, dass man dann angefragt wird, erstens und zweitens natürlich durch einen Bekanntheitsgrad einfach. Ja, wenn man mit vielen Leuten ein vertrauensvolles Verhältnis führt, dann ist es natürlich auch einfacher, irgendwie Geschäfte miteinander zu machen und auch einfacher empfohlen zu werden. Aber muss ich denn jetzt mit jedem mich nacheinander befreunden, um dann tatsächlich in die Community reinzukommen oder um dann dementsprechend hier mich oder meine Aufträge guten Gewissens outsourcen zu können dorthin? Also ich glaube, wenn wir uns das ein Stück weit anschauen, dann ist das ja schon ein Stück weit so, ne? Ja, also ich glaube ja, dass es eine gewisse Art von Freundschaft und Vertrautheit braucht, um
Geschäfte miteinander machen zu können. Ja? Weil habe ich diese Vertrautheit nicht und diese Freundschaft nicht, dann weiß ich vielleicht auch nicht, also ich nenne es jetzt mal wirklich auch Freundschaft, dann weiß ich auch nicht, kann ich dem vertrauen, hält er vielleicht sein Versprechen oder gebe ich den Auftrag weiter und bin dann nachher selber irgendwie der Gelackmeierte, weil das natürlich irgendwie schief ging. Und deswegen glaube ich schon, dass es so eine reine Skill-Datenbank mir nicht hilft, weil dann kann ich auch einfach eine Suchmaschine bedienen, rufe einfach bei irgendjemand x-beliebig an und dann sind wir immer wieder beim neuen Problem, das wir auch bei dem Bekannten haben, dann müssen wir jedes Mal diese Vereinbarung zwischen uns neu verhandeln, weil wir ja keine Plattform haben, die sagt, okay, wenn wir einen Auftrag von Berlin nach Stuttgart vergeben, dass wir immer den gleichen Preis haben. Aber das heißt ja für, ich sag mal, die eben diese Workgroups so noch nicht unterstützen, jetzt mal als erster Weg, sich tatsächlich, wenn ihr denn noch nicht dabei seid, dann in irgendwelchen Communities zu beteiligen, wäre schon mal der erste Weg, gegebenenfalls Partner zu finden, mit denen ihr in der nächsten Zeit zusammenarbeiten wollt. Das heißt, für die, die das momentan tatsächlich noch nicht so wirklich machen, guckt mal rum. Skill-Datenbank ist ja schön, ja? Aber ich stelle es mir nach wie vor schwierig vor, als IT-Unternehmer in eine Skill-Datenbank reinzugehen. Die schafft ja kein Vertrauen. Ja? Da steht dann dran, naja, der hat ein Microsoft-Zertifikat, okay, das haben 100.000 andere auch. Ich möchte nicht wissen, wie sie es gekriegt haben. Und dann steht da viele, viele Dinge drin, das verschafft ja kein Vertrauen. Wie kriegen wir das hin, mit so einem System tatsächlich Vertrauen zu schaffen? Also, dass ich wirklich sagen kann, hey, wir haben ein System, da gucke ich rein und da steht, was weiß ich, da steht das Sven Launsbach, den kenne ich noch gar nicht, ja? Aber da steht drin, der Kerl macht SD-WAN, sage ich, okay, kann ich mich drauf verlassen, weil es hier drin steht. Ja, wie kriegen wir das hin? Kriegt man das überhaupt hin? Ja, das hat nur deswegen geklappt, wir sind immer noch gefragt worden. Da ist vorselektiert worden, ja, wer kann das in der Gegend, wer hat das Know-how? Und dann klingelte das Telefon und da war ein Bot angeschrieben und ich habe hier drei Leute ausgesucht, wer passt denn da am besten zu mir? Und dann kriegen wir das raus. Und da gab es in den, ich mache das jetzt, habe ein bisschen Angst, die Zahl zu sagen, 24 Jahre lang. Und ich hatte vielleicht 5 Stressfälle gehabt, die geklärt werden mussten. Und da war das aber nie das, also das ist dann das Know-how nicht so tief gewesen wie vermutet. Aber nie, weil man sich den Kunden weggenommen hat oder die Mitarbeiter oder irgendwas anderes in die Parade gefahren ist. Wir haben da auch einen Mediator und wir haben einen Anwalt, der dann schlichten würde. Wir haben Verträge, 1:1, 1:x Zusammenarbeit. Also wir haben das geregelt, aber in der Regel wird sogar kein Vertrag geschlossen. Den Vertrag und das läuft Vertrag. So oder so. Ne? Also ich glaube auch das, was du gerade gesagt hast mit dem Systemhausverbund, die Systemhausverbünde kommen doch eigentlich klassisch, korrigiert mich, wenn es jemand besser weiß, aber eigentlich doch aus dem Thema, wir wollen eine Einkaufsgemeinschaft bilden und wollten über die Einkaufsgemeinschaft gemeinsam bessere Preise bekommen und dann geht es irgendwann so, dass die Einkaufsgemeinschaft irgendwie natürlich daran mitverdienen muss und so weiter und so fort. Und dann kann man sich immer noch überlegen, okay, bin ich vielleicht draußen besser oder mit besser. Aber worüber wir ja reden, ist quasi Workgroup. Wie finden wir zueinander? Und also ich muss jetzt ganz klar für mich sagen, ich habe über diesen Weg, also über Workgroups und Community, ja, also damals bei einem RMM-Hersteller, den wir jetzt aktuell nicht mehr einsetzen, aber jetzt wohl doch wieder, haben wir zueinander gefunden und so bin ich in diesem Verbund gelandet, ja, und pflege dort heute eben die Kontakte, ja, muss man ganz klar sagen, aber sonst nichts. Also für mich ist der Verbund Kontakte. Ja.